Sie neigen schon überwiegend dazu, also extrem zu sein. Ich wohne in der Nähe, wo eine Schule, wo so viele Türkenkinder sind. Das ist eine Katastrophe, wie sich die aufführen. Manchmal kriege ich ein bisschen Angst, gerade wenn ich hier an der U-Bahn unten bin. Manchmal denke ich, ich bin die einzige Deutsche hier, gell? In dieser Gemeinde brodelt es. Bei den Moscheen und Synagogen, da macht ja auch keiner so einen Unfug. Das ist diskriminierend, sowas. War es früher besser, was sowas angeht? Ja, das hat es nicht gegeben. Was ist nur los in St. Georg im Münchner Stadtteil Milbertshofen? Mesner Anton Kirner und Pfarrer Olivier Njimbi sind alarmiert. Seit mehr als einem Jahr tyrannisieren Jugendliche und sogar Kinder die katholische Kirche. Stören Gottesdienste, beschmieren Wände, zündeln. Ja, das Schlimmste, was ich erlebt habe in meiner Mesnerzeit, dass der Weihwasserbecken mit Urin fast voll war. Und können Sie das vorstellen, dass nach einem Tag, wenn man das nicht rechtzeitig merkt, wieder stinkt. Dann kommen die alten Frauen, tauchen die Finger und machen sie das Kreuzzeichen mit Urin. Das ist wirklich das allerletzte. Fast alle Jugendlichen hier haben einen Migrationshintergrund. Der Münchner Norden ist ein sozialer Brennpunkt. Die Jugendlichen werden radikaler. Und immer häufiger sind Aggressionen religiös motiviert. Bei der alten St. Georgskirche haben sie Ziegel vom Dach heruntergerissen. Weil es hereingeregnet hat, wäre beinahe der 500 Jahre alte Altar beschädigt worden. Rund um St. Georg entsteht ein Klima der Angst.